Nachdenkseiten. Die kritische Website. Habeck zu negativen Wirtschaftsdaten. Deutschland ist ein Land voller Stärken und voller Stärke. Von Florian Warweg. Wie schon im Vorjahr geht die Bundesregierung auch für 2024 erneut von einer Rezession aus. Das Bruttoinlandsprodukt wird demnach um 0,2% zurückgehen, wie Wirtschaftsminister Robert Habeck bei der Vorstellung der sogenannten Herbstprojektion in der Bundespressekonferenz BPK einräumen musste. Im Frühjahr hatte er noch ein Wachstum vorausgesagt. Als Hauptgrund für den Rückgang verwies er auf strukturelle Probleme Deutschlands. Die Nachdenkseiten dokumentieren den gesamten Habeck-Vortrag, der trotz der schlechten Zahlen und Aussichten von einem Zweckoptimismus à la »Nächstes Jahr wird alles besser« dominiert wurde. Nachdenkseiten. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Erlauben Sie mir, mit dem anzufangen, was eigentlich wir alle wissen und was selbstverständlich ist, was aber im Moment in diesen Tagen, vielleicht in diesen Jahren, noch einmal einer besonderen Betonung bedarf. Deutschland ist ein Land voller Stärken und voller Stärke. Es hat einen innovativen Mittelstand, die Familienunternehmen, die das Land wirtschaftlich tragen, denken in Generationen und nicht in der Kurzfristigkeit von Monaten oder Jahren. Wir sind breit aufgestellt. Die verschiedenen Branchen und Unternehmen sind teilweise in Sparten, teilweise darüber hinaus Weltmarktführer. Wir sind 80 Millionen Menschen, ein bisschen mehr, und die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Wir haben eine lang erprobte Sozialpartnerschaft, eine Rechtsstaatlichkeit, die tief verwurzelt ist in der Republik. Wir haben eine Forschungslandschaft, die ihresgleichen sucht. Wir haben exzellent ausgebildete Fachkräfte, eine vibrierende Start-up-Szene und sind tief in dem europäischen Binnenmarkt verwoben. Ich sage das deshalb, diese Stärken, diese herausragende Struktur in Deutschland, weil natürlich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Moment alles andere als zufriedenstellend sind. Aber wir werden uns daraus befreien und aus ihnen herausarbeiten, beziehungsweise sind dabei, uns aus ihnen herauszuarbeiten, wie wir es in der Geschichte des Landes schon so häufig getan haben und wie wir es jetzt schon in den letzten Jahren getan haben. Der Fokus in den letzten Pressekonferenzen hier bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichtes oder der Herbstprognose war immer auf die konjunkturellen Faktoren gerichtet. Also die Inflation, die Zinsen, die Lohnkosten, die Lohnabschlüsse. Wenn man diese Faktoren, die konjunkturellen Faktoren, sich anschaut, sieht man, dass ausgehend von dem Wegfall des Gases aus Russland und der Wiederbeschaffung zu höheren Kosten und den folgenden höheren Energiepreisen, den höheren Produktionskosten, der höheren Inflation, den höheren Zinsen, die Inflation bekämpfen sollten, echte Fortschritte zu vermelden sind. Wir korrigieren gegenüber der Frühjahrsprognose die Inflationserwartung für dieses Jahr um 0,2% auf 2,2%. Und dann werden wir ab 25 das Stabilitätsziel der EU, also 2% oder drunter, erreichen. Die Zinsen sinken. Die Lohnabschlüsse steigen in diesem Jahr um 5%, aber das ist nur der Durchschnitt. Gerade im unteren Lohnbereich sind die Lohnabschlüsse höher. Im nächsten Jahr erwarten wir Lohnabschlüsse von über 3%. Das heißt, dass wieder mehr Geld verfügbar ist, mehr Geld, das den Menschen zur Verfügung steht. Und dieses Geld wird sicherlich zunehmend zu einer höheren Kaufleistung, zu einem höheren Konsum und einer höheren Investition führen. Weil es so interessant und ich würde fast sagen imposant ist, zu sehen, was wir in den letzten schweren anderthalb, zwei Jahren hinter uns gebracht haben, habe ich das einmal aufmalen lassen und keine Pressekonferenz ohne die Grafik, ich zeige es noch einmal. Ja, aber so ein Bild zeigt ja manchmal mehr als viele Worte. Das Rote ist die Inflation und das Blaue sind die verfügbaren Einkommen bzw. die Realeinkommen, also Einkommen minus Inflation, das Hellblaue. Sie sehen den hohen Inflationsanstieg und Sie sehen, dass hier, sobald die Linie unter Null gegangen ist, die Menschen buchstäblich weniger Geld hatten, Geld verloren, sie sind ärmer geworden. Hohe Inflation ist das Biest, das die Menschen ärmer macht.
hier in den Jahren 22 und so weiter sind die Menschen in Deutschland im Durchschnitt ärmer geworden. Und jetzt sehen Sie, dass die Inflation runtergeht und ab hier etwa, also ab dem Jahreswechsel von 23, sind die Abschlüsse über der Inflation und hier wieder haben die Menschen netto mehr Geld. Das heißt also, in den letzten 3-4 Quartalen sind die Menschen wieder wohlhabender geworden. Im Durchschnitt von 5%, aber dann verteilt auf die Einkommensgruppen im unteren Bereich noch höher. Hier, wo die Grafiken über die Inflation gehen, da ist der Kaufkraftgewinn. Der Kaufkraftgewinn, der sich im Moment noch in höheren Sparquoten niederschlägt. Ich komme darauf zu sprechen. Also das extra Geld, das die Menschen haben, wird im Moment noch zurückgehalten. Aber mit sinkenden Zinsen, die ja auch sinkenden Zinsen an den Sparbüchern oder den Girokonten bedeuten werden, erwarten wir, dass diese Gelder dann zunehmend auch in der Volkswirtschaft wieder eingesetzt werden, also dass Menschen das Geld ausgeben bzw. nutzen, um Kredite aufzunehmen. Nur ich sage das deshalb und will es festhalten, dass die Lage zwar insgesamt nicht zufriedenstellend ist, dass wir sehr wohl Fortschritte verzeichnen können bei der Abarbeitung der Problemlagen. Also nicht alles, was ähnlich aussieht, ist das Gleiche. Und wenn wir uns ein bisschen daran erinnern, woher wir kommen, von der hohen Inflation und von dem tatsächlich ärmer werden der Menschen, dann können wir heute sagen, dass jedenfalls diese Aufgabe in den Griff gekommen ist. Sie ist noch nicht zufriedenstellend, denn das Geld wird ja noch zurückgehalten, abgearbeitet. Aber sie ist doch so stark bearbeitet worden, und zwar politisch bearbeitet worden, dass man daraus eher Mut schöpfen sollte und zu sagen, okay, das haben wir schon mal wieder in den Griff bekommen und jetzt geht die Inflation runter und die Zinsen gehen runter. Jetzt müssen wir gucken, was die nächsten Faktoren sind. Und das ist die Botschaft, die ich eigentlich mit der Herbstprojektion verbinde. Der Blick, der starke Blick, der Fokus, der notwendige Fokus, Sie haben es ja gesehen, wie die Inflation bei den Einkommen gewirkt hat, auf die konjunkturellen Faktoren in den letzten Monaten und Jahren, wird jetzt abgelöst durch einen neuen Fokus auf die strukturellen Faktoren, weil eben Inflation runtergeht, weil die Zinsen runtergehen, weil die Lohnzuwächse wieder da sind. Die strukturellen Faktoren, sie sind nicht neu. Wir haben sie seit Anbeginn der Legislatur ebenfalls bearbeitet. Aber die strukturellen Faktoren, die jetzt umso stärker zu Buche schlagen, sie sind ja viel langfristiger in die Volkswirtschaft eingeschrieben. Wir haben seit 2000 ein durchschnittliches Wachstum von 1%. Also in den letzten über 20 Jahren im Durchschnitt nur 1% Wachstum. Wir haben seit 2018 in den verschiedenen Krisen, in dem Auf und Ab, also Corona und dann Energiekrise, kein Wachstum mehr, faktisch kein Wachstum mehr in den letzten 6 Jahren. Wir haben ein Potenzialwachstum, also die Möglichkeit der Volkswirtschaft zu wachsen, das in der Perspektive der nächsten Jahre bei nur 0,6% liegt. Also wenn wir alles bestens machen würden, Bürokratie geht zurück, Arbeitskräfte sind verfügbar, Kapital ist da, wir hätten nur die Chance, bis 0,6% zu wachsen. Das sind strukturelle Probleme und ich würde sagen Versäumnisse nicht jetzt der letzten Monate oder Jahre, sondern der letzten Jahrzehnte. Wir haben systematisch zu wenig in unsere Infrastruktur investiert, das sehen wir an verspäteten Bahnen und an zusammenfallenden Brücken, an fehlender Digitalisierung der Verwaltung. Wir haben nicht genug getan, um Arbeits- und Fachkräftepotenzial zu mobilisieren, sowohl was Binnenarbeitskräfte angeht, Frauenerwerbstätigkeit. Wir sprachen hier schon an dieser Pressekonferenz darüber, weit unter dem europäischen Durchschnitt, sobald Kinder geboren werden, wie auch Zuwanderung zu organisieren. All das ist auf den Weg gebracht worden, aber noch nicht so, dass die Fehler oder die Innovationsschwächen des Landes behoben sind. Wir haben also eine große Aufgabe vor uns, da soll man nicht drüber hinwegreden. Und diese Aufgabe wird noch größer, wenn man sich klar macht, dass die Stärke des einprozentigen Wachstums im Kern auf zwei Säulen beruhte. Dem billigen Energie aus Russland, dem günstigen Gas, das es uns ermöglicht hat, in Deutschland energieintensive Industrien zu halten, während in anderen Volkswirtschaften Europas, die dieses Gas nicht hatten, schon der Schwund von energieintensiver Produktion eingesetzt hat und die Dienstleistungen quasi übernommen haben. Und zweitens, dass wir als Exportnation darauf angewiesen sind, dass die Weltmärkte funktionieren. Archetypisch steht China dafür. Die Hälfte des Wachstums in Deutschland kommt immer aus dem Export und
Wenn man sich anschaut, was in der Welt los ist, so muss man sagen, dass auch diese Säule zumindest angegriffen ist. China verfolgt eine aggressive Exportstrategie. Wir sehen inzwischen in den Daten, dass selbst bei einem Anziehen des Exports, also eines größer werdenden Weltmarkts, deutsche Unternehmen Anteile an China verlieren. Also die alte Logik, Wachstum in der Weltwirtschaft sorgt zu Wachstum in Deutschland, sie fängt an, schwieriger zu werden, weil die chinesischen Unternehmen eben teilweise mit Subventionen, teilweise einfach, weil sie technisch aufgeholt haben, so große Anteile übernehmen. Wir sind also in einer harten Wettbewerbssituation und auch die USA, unser zweiter größter Handelspartner, sind ja ungefähr gleiche Volumen, sticht und zwar auch unter der Joe Biden-Regierung durch immer stärkere protektionistische Maßnahmen hervor. Das heißt, beide Länder, unsere beiden größten Handelspartner, fragmentieren die offenen Märkte zunehmend aus verschiedenen Gründen mit verschiedenen Maßnahmen, aber festzustellen ist es dann doch, sodass also selbst das Wachstum der Weltwirtschaft nicht eins zu eins durchschlägt auf die Erholung der deutschen Wirtschaft. Das hat zur Konsequenz, dass wir anders als in der Frühjahrsprognose noch gehofft und vorhergesagt, und wir heißt ja alle großen Institute und auch die Bundesregierung, die das wirtschaftliche Wachstum in diesem Jahr von 0,3 plus auf minus 0,2 korrigieren müssen. Der Aufschwung verzögert sich also ein weiteres Mal, jetzt aber vor allem, weil nicht die konjunkturellen Faktoren sich schlechter oder verzögerter entwickelt haben, sondern weil die strukturellen Faktoren so deutlich es erschweren. In 25 erwarten wir dann ein höheres Wachstum als Anfang des Jahres prognostiziert auf 1,1% und 26 1,6% Wachstum. Bei den beiden Prognosen für 25 und 26 liegen wir leicht über den meisten Instituten, weil wir die Auswirkungen der Wachstumsinitiative, also der politisch vereinbarten Maßnahmen der Bundesregierung, eingespeist haben in unsere Modellrechnungen. Das setzt aber auch voraus, dass diese Maßnahmen dann auch kommen und dass sie greifen und dass sie nicht, wie es schon einmal passiert ist beim Wachstumschancengesetz, klein gehäckselt werden oder zerredet werden und am Ende die ohnehin ja, wie soll ich sagen, begrenzten Maßnahmen dann zu homöopathischen Maßnahmen verwässert werden. Wir haben in 24 einen Zuwachs an Erwerbstätigen von 170.000 Menschen. Gleichzeitig steigt die Arbeitslosigkeit um 165.000. Und obwohl wir höhere Arbeitslosigkeit haben und obwohl Menschen in Arbeit gehen, ist die Fachkräftelücke noch immer viel zu groß. Also ein Teil der Arbeit, die wir hätten in Deutschland, wird nicht gemacht, weil die Hände und die Köpfe fehlen, sie umzusetzen. Es kommt drittens neben den konjunkturellen Faktoren, die Grafik, und den strukturellen Faktoren, die Säumnisse, die in die Volkswirtschaft reingeschrieben sind, der Vergangenheit, der psychologische Effekt einer großen und inzwischen auch messbaren Unsicherheit hinzu. Die Kriege, die geopolitische Lage, die Kriege in der Ukraine, die Konflikte im Nahen Osten, sie sind reale Faktoren von Unsicherheit. Es kommt dazu natürlich auch eine Planungsunsicherheit, weil die politische Debatte in Deutschland und in Europa den Unternehmen und vielleicht auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern im Moment keinen klaren Kompass, wohin die Reise geht, vorgibt. Was ist also zu tun, um aus den Prognosen einen noch besseren Aufschwung zu machen? Erstens, lassen Sie mich bei dem letzten bleiben, Planungssicherheit. Planungssicherheit und Verlässlichkeit in den Rahmenbedingungen. Lassen Sie mich deswegen klarstellen, nicht die Klimapolitik ist das Problem, sondern der Klimawandel macht uns ärmer. Es gibt die Prognosen und die statistischen Berechnungen der Umweltinstitute, des Potsdam-Instituts beispielsweise, dass wir einen sechsfach höheren Schaden haben werden als alle Ausgaben für grüne Veränderung, Investitionen. Sechsfach höher durch die Schäden des Klimawandels, und erlauben Sie mir den Hinweis, auch dafür sind keine Rücklagen in keinem Haushalt getroffen. Es gibt kein Sondervermögen für den Ausgleich von Flutopfern oder Stürmen oder starken Niederschlagsereignisse. All das muss dann immer rausgeschnitten werden aus den laufenden Programmen. Ziel zu halten bei dieser Politik bedeutet ökonomisch, die Zielvorgaben einzuhalten und pragmatisch in der Umsetzung zu sein. So agieren wir in den letzten Jahren und so wollen wir auch weiter agieren. Aber die Ziele zu halten heißt eben auch die Investitionen, die in vielen Bereichen Wasserstoff, Batteriezellen, Aufbau, Automobilwirtschaft getätigt wurden, nicht in Frage zu stellen bzw. zu zerreden. Wir
Wir befinden uns in einem Wettlauf mit den anderen großen Volkswirtschaften, in einem harten Wettlauf. Und dieser Wettlauf ist nicht neutral, er ist im Kern ein Wettlauf um die grünen Technologien. Das sind die Technologien der Industrie der Zukunft. Wenn wir ihn verlieren, dann werden wir die technologische Führerschaft, die wir in so vielen Bereichen noch haben, ebenfalls verlieren. Wenn ich bei Pragmatismus bin, erlauben Sie mir auf den zweiten Bereich, was ist zu tun, zu sprechen zu kommen, schneller, einfacher und effizienter werden in der Umsetzung von den verschiedenen Vorgaben und Standards. Und die Logik ist, und das haben wir jetzt vielfach erprobt bei der Entbürokratisierung, vor allem im Energiesystem, aber das haben wir übertragen auf andere Bereiche und Unternehmensgründungen beispielsweise, die Logik ist, die Standards zu wahren und gleichzeitig einfacher in der Umsetzung zu werden. Das ist die Logik für den Bürokratieabbau und das gilt auch beispielsweise für Menschenrechtsstandards, für Kinderarbeit, für Zwangsarbeit, für das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, für Entwaldungsrichtlinien. Wir können nicht wollen, und das würde am Ende sogar unsere Wirtschaft schwächen, wenn wir in den Dumping-Wettbewerb nach unten eintreten werden, andere und immer mehr dumpen, als wir es wollen. Wir können es aber auch als Bürger dieses Landes oder als Bürger dieser Welt nicht wollen, dass unsere Produkte auf Kosten von Menschen oder von Umwelt produziert werden und die Unternehmen einen Vorteil haben, die die schlechtesten Standards einhalten. Deswegen müssen diese Kriterien eingehalten werden. Sie bürokratiearm umzusetzen, heißt dann, die Schwellwerte anzuheben beziehungsweise dafür zu sorgen, dass die Unternehmen nur einmal berichten müssen und dann sich die Verwaltungsstellen die Daten selber holen. Und wenn man ganz weit geht, dann kann man sagen, je weniger Berichtspflichten, desto mehr Eigenverantwortung der Unternehmen. Das gilt auch, um ein Beispiel zu nennen, das jetzt nicht so stark in der Diskussion ist, für den Datenschutz. Ich sprach über die Innovationskraft des Landes und wenn man sich den Report von Mario Draghi sauber durchliest und nicht sagt, ach, es sind Italiener, am Ende fordert er mehr Geld, sondern einmal die Analysen wirklich sich zumutet, sagt er, wir müssen innovativer werden, gerade im Bereich der Datenökonomie. Das gilt dann vor allem für die künstliche Intelligenz und hier haben wir wirklich noch große Chancen als Land, als Europa aufzuholen bzw. Führerschaft zu übernehmen. Die Daten sind ja alle da. Sie müssen dann zwischen den Unternehmen gut genutzt werden bzw. als Pool aufgebaut werden. Das heißt aber auch, dass wir den Datenschutz pragmatisch ausrichten müssen. Wir haben 17 Datenschutzbehörden der Länder, Bayern hat 2. Wenn ein junges Unternehmen oder auch ein etabliertes Unternehmen versuchen will, eine neue Technik nach vorne zu bringen und sich in jedem Bundesland zertifizieren lassen muss, dann geht das so nicht. Das ist nicht die Welt, in der wir leben. Also wäre es notwendig, dass entweder ein Bundesland für alle dann die Lizenzen oder die Normierungen erteilt oder man muss die Kompetenzen stärker auf der Bundesebene bündeln. Wir haben eine neue Datenschutzbeauftragte. Ich habe das Gespräch mit ihr darüber begonnen, dass wir im Datenschutz nicht eine Verhinderung des Aufschwungs gerade in diesem Bereich vornehmen, sondern ihn ermöglichen bei Wahrung der Persönlichkeitsdaten. Ich sagte schon, wenn wir über Entbürokratisierung reden, dann geht es nicht darum, die Schutzstandards zu schleifen, aber die pragmatische Umsetzung besser zu machen. Und drittens will ich auf die Praxischecks hinweisen. Das ist ja von uns im Ministerium eingeführt worden. Die Verwaltung lernt quasi in den Unternehmen. Bei der Wachstumsinitiative ist verabredet worden, dass jedes Ressort 2 Praxischecks pro Jahr durchführen soll. Also 2-mal im eigenen Fachbereich in die Welt außerhalb der Ministerien hinausgeht. Das wären 30 Praxischecks alleine noch im Jahr 24. Mehr ist erlaubt, aber weniger sollte keiner machen. Das würde wirklich der Hydra-Bürokratie viele Köpfe abschlagen. Ich hoffe, dass das auch alles umgesetzt wird. Drittens, Kosten der Infrastruktur. Es kann nicht sein, dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen darunter leidet, dass wir die Versäumnisse in Ausgaben der Infrastruktur jetzt aufholen. Das ist ja nicht die Schuld der Unternehmen. Deswegen hat der Bundeskanzler recht, dass wir beispielsweise bei den Netzentgelten mit zusätzlichem staatlichem Geld die Kosten des Anstiegs dämpfen oder gar aufheben müssen. Und dabei würde ich nicht Halt machen. Es gibt auch andere Infrastrukturprojekte, die darunter zu nennen sind, aber sie sind vielleicht die deutlichsten. Die Stromgestehungskosten sind runtergegangen, die Infrastrukturkosten allerdings, weil wir in den letzten Jahren das Stromnetz einfach nicht ausgebaut haben, steigen.
Und nun kann man nicht die gleiche Logik, die man hatte, als das Netz nicht ausgebaut wurde, also als quasi keine Kosten angefallen sind, übertragen auf eine Zeit, wo man mit Faktor 5 das Netz ausbaut. Das macht keinen Sinn und schon gar macht es keinen Sinn, den Unternehmen dafür die Verantwortung zu geben. Da ist also eine wirkliche politische Aufgabe. Der Bundeskanzler hat Recht, das zu tun. Viertens, konsequente Umsetzung der Wachstumsinitiative. Ich habe schon gesagt, wir haben diese strukturellen Faktoren, die jetzt uns das Leben schwer machen, von Anfang an konsequent bearbeitet. Die Wachstumsinitiative ist der letzte Anlauf, den wir gemacht haben, nochmal wirklich voranzukommen. Sie hat einen wachstumsauslösenden Impuls. Deswegen sollten das die jeweiligen Kollegen mit Engagement vorantreiben und in den Bundesratsverhandlungen darf es nicht kleiner werden. Dieser Impuls könnte gerne größer werden durch Investitionsanreize. Also bessere Abschreibungsmöglichkeiten, das ist das wirksamste, schnellste Instrument, um in Wachstum zu kommen. Begrenzt wird es durch die Schuldenbremse in den Landesverfassungen und im Bundeshaushalt. Wenn es dort mehr Spiel geben würde, würden wir als Volkswirtschaft wirklich einmal aus dem Quark kommen. Weniger verbietet sich, mehr wäre in jedem Fall wünschenswert und wir könnten es als Land gut gebrauchen. Und der letzte Punkt ist quasi der erste und der wichtigste, mit dem ich angefangen habe. Ja, es gibt Probleme. Es gibt Herausforderungen und die Herausforderungen sind größer, als wir sie uns vielleicht eingestanden haben in den letzten Jahren, denn sie sind struktureller Natur, eine veränderte Weltpolitik, eine veränderte Geopolitik, eine brüchig werdende Globalisierung, um das Mindeste zu nennen. Und auf der Globalisierung beruhte der Wachstumserfolg der deutschen Volkswirtschaft in den letzten 15 Jahren. Aber ich komme zum Anfang zurück. Wir haben ganz andere Herausforderungen, ganz andere Krisen in diesem Land gelöst. Die Frage ist, gehen wir die Probleme mit hängenden Ohren und gesenkten Schultern an oder mit einem geraden Rücken und einer aufrechten Haltung und mit dem Willen und der Zuversicht, sie zu lösen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht ausstrahlen, dann können wir Geld ausgeben, wie wir wollen, dann hat das alles gar keinen Sinn. Deswegen am Ende bleibt der Appell zum Willen, hier nicht als Verlierer und auch nicht mal als Mittelfeldplatz vom Platz zu schleichen, sondern dieses Spiel gewinnen zu wollen. Schönen Dank. Vielen Dank. Zugegeben, keine leichte Aufgabe. Robert Habeck will, wie er selbst recht deutlich erklärt hat, für die Grünen Kanzler werden, hat aber das zweite Jahr in Folge als amtierender Wirtschaftsminister extrem schlechte Zahlen zu verantworten. Deutschland steckt bereits im zweiten Jahr in einer Rezession. Firmenpleiten haben ein geradezu historisches Ausmaß erreicht. Zwei Rezessionsjahre in Folge gab es bislang nur ein einziges Mal in der Nachkriegsgeschichte, und zwar in den Jahren 2002 und 2003. Dem folgte damals unter der rot-grünen Schröder-Regierung die Agenda 2010, von Kritikern auch als Armut per Gesetz bezeichnet. 21 Jahre später rufen Friedrich Merz, CDU und Christian Lindner, FDP nach einer Agenda 2030. Habeck wiederum, das könnte man ihm beinahe positiv anrechnen, beteiligt sich nicht an dem Agenda 2030-Geschrei. Er erinnert bei seiner Vorstellung in der Bundespressekonferenz mit seinem aufgesetzten Zweckoptimismus aber eher an einen Fußballtrainer, dessen Mannschaft kurz vor dem Abstieg in die zweite Liga steht, als einen Minister. Natürlich gäbe es Probleme und Herausforderungen, so Habeck. Und die Herausforderungen seien auch größer, als wir uns vielleicht eingestanden haben, aber wir haben ganz andere Herausforderungen, ganz andere Krisen in diesem Land gelöst. Die Frage, die sich nun stelle, sei, gehen wir die Probleme mit hängenden Ohren und gesenkten Schultern an oder mit einem geraden Rücken und einer aufrechten Haltung? Ab Anfang 2025 werde, so Habeck weiter, alles besser. Dann gäbe es höhere Löhne und es sei doch imposant, was wir in den vergangenen zwei Jahren trotz des Wegfalls russischen Gases und Inflation hinter uns gebracht haben. Die Regierung müsse lediglich ihre sogenannte Wachstumsinitiative umsetzen und die Schuldenbremse lockern. Zitat: Wenn wir dort mehr Spiel geben würden, würden wir als Volkswirtschaft wirklich einmal aus dem Quark kommen. Auch am Ende seines Vortrags macht Habeck einen auf Fußballtrainer und verkündet, nicht als Verlierer vom Platz zu schleichen, sondern dieses Spiel gewinnen zu wollen. Wobei dabei nicht ganz klar wird, ob er dabei Deutschland als einst führende Wirtschaftsnation oder sich als Kanzlerkandidat meinte. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an.
Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören. Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.